Woyzeck und Bahnwärter Thiel sind die beiden Hauptprotagonisten der gleichnamigen Bücher. Sie besitzen erstaunlich viele Ähnlichkeiten, wenn man bedenkt, dass beide Werke zu unterschiedlichen Epochen von zwei verschiedenen Autoren verfasst wurden. Im Folgenden werde ich beide Charaktere in und außerhalb ihrer Handlungsrolle charakterisieren. Hierbei werde ich Woyzeck und Bahnwärter Thiel zuerst einzeln und mit Hilfe eines erstellten Schaubilds charakterisieren. Anschließend gehe ich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Protagonisten ein und werde sie zusätzlich in ihrer Rolle als Familienvater ansprechen. Zudem besitzen sowohl Woyzeck als auch Thiel einen inneren Konflikt, der ebenfalls erläutert wird. Zuletzt gebe ich noch einen Überblick über Informationen zu den beiden Werken und werde ganz zum Schluss noch die verwendeten Quellen angeben. Der Soldat Franz Woyzeck lebt als Kleinverdiener in der untersten gesellschaftlichen Schicht und legt alles daran, genügend Geld für seine Familie aufzutreiben. Er besitzt so gut wie keine Freunde, nur zu seinem Zimmerkollegen Andres hat er ein kollegiales Verhältnis. Auch die Beziehungen zu den anderen Charakteren der Handlung sind durch Ausnutzung und Unterdrückung teilweise so entsetzlich, dass Woyzeck nach und nach an Angstzuständen und Halluzinationen leidet. Daraufhin distanziert er sich von der Außenwelt und entwickelt gegenüber anderen Personen eine Sprachbarriere. Am Ende der Geschichte tötet Woyzeck sogar seine Frau Marie, da sie mit dem Tambourmajor eine heimliche Beziehung führt. Demzufolge ist der bisher einzige positive Faktor in Woyzecks Leben, nämlich seine Familie, nun auch endgültig zerstört. Ich habe mal die Beziehungen von Woyzeck in ein kompaktes Schaubild zusammengefasst. Abhängigkeiten in Bezug zu Geld besitzt er unter anderem zum Doktor, welcher Woyzeck als Versuchskaninchen für ein Experiment benutzt, bei dem dieser sich für Geld ausschließlich von Erbsen ernähren muss. Weitere Erniedrigungen erleidet Woyzeck durch den Hauptmann, der Woyzeck sowohl physisch als auch psychisch ausnutzt. Dennoch bekommt Woyzeck im Gegenzug für bestimmte Taten, zum Beispiel eine Rasur des Hauptmanns, einen kleinen Geldbetrag. Der in der ersten Szene erwähnte Andres ist ein einfacher, zurückhaltender Soldat, der sich anfangs mit Woyzeck ein Zimmer teilt. Bei einem Gespräch der beiden merkt der Leser deutlich, dass beide aneinander vorbeireden und so eine eindeutige Kommunikation nicht gelingt. Der gesellschaftlich deutlich über Woyzeck stehende Tambourmajor führte wie bereits erwähnt eine heimliche Affäre mit Marie, da diese sich innerlich um einen Mann mit mehr Reichtum und Besitz wünschte. Woyzeck und der Tambourmajor entwickeln sich so zu Konkurrenten im Kampf um die Liebe Maries. Neben seiner Frau besitzt Woyzeck noch einen unehelich geborenen Sohn Christian, für den er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeiten jedoch nur wenig Zeit hat. Thiel ist seit 10 Jahren als Bahnwärter in der Nähe Berlins tätig. Er ist äußerlich ein ordentlicher, gepflegter, religiöser und starker Mann. Aufgrund des Todes seiner ehemaligen Frau Minna benötigt er, neben finanziellen und sexuellen Gründen, als Aufsichtsperson für seinen Sohn Tobias eine zweite Frau, die dominante und durchsetzungsfähige Lene. In dieser Beziehung ist Thiel seiner Frau Lene sogar so weit unterlegen, dass er es nicht schaffen kann, seinen Sohn von deren Misshandlungen zu schützen. Daraufhin distanziert sich Thiel immer mehr seiner Familie und führt nur noch wenig fürsorgliche Gespräche mit Tobias. Bei Thiel kommen ebenso wie bei Woyzeck psychische Probleme und geistige Verwirrung hinzu. Durch eine Unachtsamkeit Lenes wird Tobias von einem herannahenden Zug überfahren, woraufhin Thiel die Kontrolle verliert. Er bringt Lene samt des zweiten Kindes noch am selben Tage um und entwickelt sich so in der Geschichte zum Antihelden. Genau wie bei Woyzeck habe ich auch zu Thiel ein Schaubild mit den Beziehungen zu den vorkommenden Charakteren erstellt. Zu seiner verstorbenen, ehemalig geliebten Frau Minna hat er ein träumendes, aber für ihn stark spürbares Verhältnis. Sein liebevolles Versprechen an Minna, gut auf ihren Sohn Tobias aufzupassen, lässt ihn bis zum Ende der Handlung nicht los. Zu Thiels jetziger Frau Lene hat er ein Zweckverhältnis. Er kann aufgrund ihrer starken Durchsetzungsfähigkeit in der Beziehung nicht viel anstellen und ist somit unterlegen und über die aktuelle Beziehungslage deprimiert. Seinen Sohn Tobias schließt Thiel gerade zu Anfang der Handlung noch sehr in sein Herz. Später sagt ihm Tobias sogar, dass auch er später Bahnwärter werden will, was Thiels Gesicht voller Stolz erfüllen lässt. Sein zweites Kind wird namentlich nicht einmal in der Geschichte erwähnt und ist auch für Thiel mehr oder weniger gleichgültig. Eine große emotionale oder liebevolle Bindung der beiden liegt demnach nicht vor. Die Anwohner des Dorfes stehen weitestgehend neutral zu Thiels Beziehung mit Lene. Ab und zu bezeichnen sie Lene als das Mensch oder das Arbeitstier, doch viel mehr erfährt man auch von ihnen nicht. Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Personen lässt sich Folgendes sagen.
Sowohl Woyzeck als auch Thiel gehören zur schwächsten und damit untersten Schicht der Gesellschaft. Sie besitzen beide Frau und Kind, sind also Familienvater, töten aber am Ende der Geschichte ihre Familienmitglieder aus unterschiedlichen Gründen. Außerdem entwickeln beide Charaktere im Laufe der Handlung psychische Störungen, die Halluzinationen und Visionen auslösen. Hinzu kommt, dass beide mehr oder weniger als Außenseiter dastehen, Woyzeck hier allerdings noch verstärkter als Thiel. Die Unterschiede der beiden Personen beziehen sich in erster Linie offensichtlich auf deren Beruf. Woyzeck ist ein einfacher Soldat und Thiel ist Bahnwärter. Des Weiteren unterscheiden sie sich in den Ursachen, durch welche sie überhaupt zum Außenseiter werden. Woyzeck erleidet unzählige Erniedrigungen, zum Beispiel vom Doktor oder dem Hauptmann. Er wird also durch die Ausnutzung der anderen zum Außenseiter. Thiel hingegen distanziert sich erst seit der Beziehung mit der dominanten und herrschsüchtigen Lene. Sie schlägt unter anderem Tobias und lässt Thiel immer weniger Zugang zu seinem Sohn, wodurch auch er schließlich als Außenseiter betitelt werden kann. Ebenfalls ist die Art der Liebesbeziehung unterschiedlich. Woyzeck opfert sich vor allem körperlich für seine Familie auf, um diese finanziell über Wasser zu halten. Marie hingegen befindet sich in einem inneren Konflikt. Auf der einen Seite will sie natürlich ihren Mann und ihre Familie als Dank unterstützen. Auf der anderen Seite jedoch ist sie dankbar für die Geschenke des Tambourmajoren, welcher ihr Ohrringe gibt und Komplimente macht. Thiel hingegen ist in einer lieblosen Zweckbeziehung, in der er Lene in allen Bereichen der Erziehung unterlegen ist. Zuletzt unterscheiden sich außerdem die Folgen, nachdem beide Protagonisten ihre Frau und bei Thiel zusätzlich noch das zweite Kind ermordet haben. Woyzeck versucht seine Tat zu vertuschen, indem er das Messer in einen Teich wirft und sich restliche Blutflecken dort abwäscht. Er macht keinen traurigen Eindruck, dass er seine Tat bereuen würde und geht anschließend sogar in die Öffentlichkeit. Thiel hingegen handelt demgegenüber komplett gegensätzlich. Er verkriecht sich allein an den Ort, an dem Tobias umgekommen ist und ist nicht ansprechbar. Mehrere Männer müssen den traumatisierten Thiel von den Gleisen entfernen, welcher später in eine Irrenabteilung der Charité eingeliefert wird. Jetzt werde ich noch etwas zu der Rolle als Familienvater der beiden Charaktere sagen. Wie vorhin erwähnt, ist Woyzeck eine Person, die alles für eine gute finanzielle Basis der Familie tut. Dafür zahlt er aber den Preis, dass durch all die Erniedrigungen, durch zum Beispiel den Hauptmann oder dem Doktor, seine Psyche enorm belastet wird. Sich wie ein richtiger Familienvater um seine Familie zu kümmern, kann Woyzeck nicht, da ihm durch seine ständigen Arbeiten die nötige Zeit fehlt. Erst nach dem Mord an Marie kümmert sich Woyzeck um seinen Sohn, indem er einen Narren bittet, ein Gebäckstück für Christian zu kaufen. Also lässt sich sagen, die Beziehung zu seinem Sohn wird durch die ständige Arbeit und die damit resultierenden Erniedrigungen zerstört, da Woyzeck die Zeit für seine Familie fehlt. Demgegenüber steht Thiel. Bei seiner sensiblen, introvertierten und emotionalen Art scheint er vor dem Tod seiner ehemaligen Frau Minna wie ein guter Familienvater. Diese Charakterzüge werden durch Lene nahezu zerstört und Thiel distanziert sich vor allem emotional von seiner Familie. Wenn er sich um jemanden kümmert, dann ist es wenn überhaupt Tobias, um dessen Halbbruder kümmert er sich in der Handlung nicht einmal. Der sonst so ruhige Thiel entlädt nach dem Tod von Tobias die ganze angestaute Wut auf Lene und bringt diese im Anschluss samt ihres zweiten Kindes um. Also lässt sich auch hier abschließend sagen, dass Thiels Beziehung zu Tobias durch Lene zerstört wird, da Thiel auch moralisch nicht in der Lage ist, sich gegen sie durchzusetzen und damit für seinen Sohn einzusetzen. Auch zum inneren Konflikt von Woyzeck und Thiel habe ich jeweils ein Schaubild erstellt, das den Konflikt verdeutlichen soll. Auch hier werde ich mal mit Woyzeck beginnen. Dieser ist, wie bereits oft genug erwähnt, ein ursprünglich ehrlicher und sozialer Mensch, der von mehreren Personen unterdrückt wird, obwohl er doch eigentlich nur die Absicht hat, das Wohlergehen seiner Familie aufrechtzuerhalten. Durch die Ausübung von gesellschaftlichem Druck entsteht innerhalb von kurzer Zeit eine labile Psyche, die Woyzeck halluzinieren und Stimmen hören lässt. Diese innere Stimme ist es auch, die Woyzeck aufgrund der Untreue Maries dazu bringt, diese umzubringen. Bei Thiel hingegen sieht der innere Konflikt etwas anders aus. Zum einen spürt er immer noch seine tote Frau Minna, er träumt von ihr und hat Visionen ihres Daseins. Zum anderen steht ihm die Realität gegenüber, die robuste und dominante Lene, welche ihre Erziehung konsequent durchzieht. Thiel liebt sie nicht mal ansatzweise so sehr wie Minna, ist jedoch aufgrund von mehreren Faktoren abhängig von ihr. Der Versuch, beide Frauen gleichzeitig in sein Leben zu integrieren, misslingt und so distanziert sich Thiel langsam von seinen Mitmenschen.
Als letztes habe ich hier noch ein paar Zusatzinformationen zu Woyzeck und Bahnwärter Thiel zusammengefasst. Außerdem habe ich die berühmte Frage der Schuld nochmal aufgegriffen, um zu zeigen, inwieweit die Hauptprotagonisten Schuld an ihrer Tat tragen. Aber zuerst zum Buch Woyzeck. Dieses Drama wurde von 1836 bis 37, also zu Zeiten des Vormärz, von Georg Büchner geschrieben. Da Büchner kurz vor dem Ende der Handlung verstarb, ist dieses Drama ein sogenanntes Fragment, also ein Werk, was nicht zu Ende geschrieben werden konnte. Daraus folgt, dass das Ende von Woyzeck eine Spekulation hinsichtlich seiner weiteren Handlung bleibt. Die Novelle Bahnwärter Thiel wurde 1887 von Gerhard Hauptmann zu Zeiten des Naturalismus geschrieben. Das Interessante hierbei ist, dass sich Hauptmann von Büchners Woyzeck und Lenz inspirieren hat lassen. Das könnte auch der Grund sein, warum die beiden Charaktere derartig viele Gemeinsamkeiten besitzen. Zum Schluss habe ich mich nochmal versucht, die Frage der Schuld hinsichtlich der beiden Morde zu klären. Dies ist jedoch vorneweggenommen bei beiden nicht ganz eindeutig zu klären, denn es sprechen sowohl Gründe für die Schuld als auch Gründe gegen die Schuld des Einzelnen. Woyzeck ist insofern schuldig, da er seinen Mord gezielt geplant und ausgeführt hat und auch im Nachhinein keine Anzeichen der Reue gezeigt hat. Allerdings muss Woyzeck auch als unzurechnungsfähig gewertet werden, da er sich aufgrund seiner Erniedrigungen in einem psychisch krankhaften Zustand befand. Demgegenüber steht Thiel, der vielleicht weniger geplant, sondern mehr als Reaktion auf den Tod seines Sohnes, Lene und ihr Kind, ermordete. Dieser hat vergleichend zu Woyzeck zwar die doppelte Anzahl an Morden begangen, musste aber ebenso Unterdrückungen durch Lene standhalten. Wenn ich mich schlussendlich entscheiden müsste, wer mehr Schuld an der Tat hat, würde ich auf Woyzeck tippen, und zwar aus folgendem Argument. Thiel hat sich vielleicht durch weniger Erniedrigungen als Woyzeck kämpfen müssen, aber er erfuhr zwei Tode. Einmal seine Frau Minna und schlussendlich das ausschlaggebende Kriterium für seinen Mord, den Tod von Tobias. Das Leid und der Schmerz, der hiervon ausgeht, könnte im Allgemeinen als schlimmer und somit unzurechnungsfähiger für einen Mord gewertet werden. Zuallererst natürlich danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht habt ihr ja neben den Informationen aus dem Unterricht noch etwas Neues aus meinem Referat mitnehmen können. Ich habe hier alle meine verwendeten Quellen angegeben, habe mein Wissen nämlich nicht nur aus dem Internet, sondern logischerweise auch aus dem bisherigen Unterricht, versteht sich.